Für manche Leute ist das Leben anders, wie du es gewohnt bist. Lohnt es sich wirklich für dich, diese Kunst zu fördern? Ich komm von der Straße, um mal den höheren Bild der Realität, von wo ich herkomme und wie ich mal gelebt hab. Für manche Leute ist das Leben anders, wie du es gewohnt bist. Lohnt es sich wirklich für dich, diese Kunst zu fördern? Ich komm von der Straße, um mal den höheren Bild der Realität, von wo ich herkomme und wie ich mal gelebt hab. 1978 die Welt betrat, wusste ich nicht, wie hart das Leben es mir machen würde. Die erste Hürde war, dass mein Papst gebounced ist, wo ich zwei war, ging Moms laufen fremd mit anderen Weiber. Alleinerziehende Mutter mit Freunden, die ausnutzen, das Schluss war, baden ihr Nasen an und später irgendwann den Druck an. Sie hat nicht gewusst, dass sich ihr ganzes Leben verändert, dass die Drogen eigentlich nur die Probleme langfristig verlängern. Mein Stiefpa, der Freund von meiner Mom, nahm die Scheiße auch, er schlug sie um mich, hörte immer deren Gespräche, mir entging nichts. Und so bekam ich mit, dass Mom auf den Strich arbeitet, kam wie es kommen musste. Mom musste ins Gefängnis, niemand sprach mehr Englisch, ich musste zu meiner Oma. Die Sauferei fand ich furchtbar, das typische Deutschleben. Niemand von euch wollte mich verstehen, mich Zeit für mich nehmen. Ich fing an zu stehen, Gewalt scheint die Sprache zu sein, die wir am besten von allen verstehen. Das Leben im Sozialviertel, wo es jeden betrifft, wo Leuten mit ähnlichen Problemen wie ich alles sehen wie ich. Für manche Leute ist das Leben anders, wie du es gewohnt bist. Lohnt es sich wirklich für dich, diese Kunst zu fördern? Ich komm von der Straße, um mal den höheren Bild der Realität, von wo ich herkomme und wie ich mal gelebt hab. Für manche Leute ist das Leben anders, wie du es gewohnt bist. Lohnt es sich wirklich für dich, diese Kunst zu fördern? Ich komm von der Straße, um mal den höheren Bild der Realität, von wo ich herkomme und wie ich mal gelebt hab. Als Mars wieder draußen war, gar nicht mehr mit mir klarkam, schickte sie mich zu meinem Vater. Ich muss sagen, da war die beste Zeit meines Lebens, auch wenn er ein Arsch war. Amerika eben, kein Vergleich zu ihr. Ich hatte Ärger mit so einer Gang namens Davy Boys von Broward County. Mein Vater sagte, Son, you gotta get out of here. Hab gestaunt, wie schnell mein schönes Leben mich verlor, wie schnell er mich raw aus der Schule riss und einen Flieger steckte. Kam an und stellte fest, unsere Ecke ist viel schlimmer geworden. Dinge wie Morde, Drohung, Gewalt, alles im Block. Schloss hat's mich geschockt, doch es dauerte nicht lang. Ich sprang auf den Zug auf und fuhr mit den Jungs Richtung Hölle. Alle, die ich von früher kannte, waren B und OGs. 10 Gangs pro Bezirke, krasse Araber und Türken, die dich sofort ficken würden, wenn du zu lange hinguckst. Die Straßenbahn spruchen mich zu 98%. Pen inzwischen hier und da, hier und die Bullen griffen mich auf, steckten mich für 8 Wochen in den UAF. Die Bruderschaft zwischen mir und meinen Jungs ging kaputt. HS, jeder hat Schmutz zum Stecken, jeder ist irgendwo verteilt. Jeder hat zu kämpfen mit seinem Scheiß. Alle meine Jungs, yeah, Palas, Schlange, HSB, Bundesplatz. What up, Timo? Yeah. Für manche Leute ist das Leben anders, wie du es gewohnt bist. Lohnt es sich wirklich für dich, diese Kunst zu fördern? Ich komm von der Straße, um mal den höheren Bild der Realität, von wo ich herkomme und wie ich mal gelebt hab. Für manche Leute ist das Leben anders, wie du es gewohnt bist. Lohnt es sich wirklich für dich, diese Kunst zu fördern? Ich komm von der Straße, um mal den höheren Bild der Realität, von wo ich herkomme und wie ich mal gelebt hab. Und wie ich mal gelebt hab. Und wie ich mal gelebt hab.